bitten dich, uns aus dieser Front zu entlassen. Wir wollten unser eigenes Kloster errichten, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du wolltest dein eigenes Kloster haben. Nur weil du mit unserem ehrwürdigen Vater nicht zurechtkommst, haben wir den Ort verlassen müssen, wo es uns an nichts mangelt. Meine Familie hat mich nicht zu dir geschickt, damit ich mir meine Hände ruiniere. Ora et labora, ihr kennt die Regel. Wir wollen auch nicht länger auf Strohsäcken schlafen wie die Stallknechte. Es wird die Zeit kommen, wo wir uns wieder schmücken können. Ich warne euch. Es wird euch im Himmel nicht angerechnet werden. Einige von euch werden auf die schiefe Bahn geraten und sterben vor der Zeit. Meine Eltern glauben, du bist von den dürren Luftgeistern verführt worden. Dass du deine Sehergabe für die eigene Ehrsucht nutzt und nicht, wie du behauptest, zu unserem Heil. Nach dem Beispiel des Moses über mich gekommen war. Denn als jener die Söhne Israels aus Ägypten über das Rote Meer in die Wüste führte, murrten sie gegen Gott und bedrängten Moses sehr. So erlaubte es Gott, dass auch ich bedrängt wurde. Unsere Mitschwestern verfahren sollen, die uns verlassen wollen, weil ihnen die Arbeit hier nicht behagt. Und die glauben, sie haben Besseres verdient, als im Mangel zu leben. Schwester Jutta. Sie sollen gehen dürfen. Sogar wenn ihr dabei noch so viel Unrecht geschieht, schweigt sie und umarmt gleichsam bewusst die Geduld. Sie hält aus, ohne müde zu werden oder davonzulaufen. Denn die Schrift sagt, wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Ich glaube, wir sollten sie gehen lassen. Sie werden sonst nur Zwietracht sehen. Und am Ende werden wir uns alle hassen. Die, die ausharren, aber werden umso mehr zusammenrücken. Und die Liebe zwischen uns wird siegen über den Mangel.